the power of the dark side. Falls mir schreien wegen Leben, um die Gruppe hochzuheilen. Ich kann nur einzeln hochheilen, nicht direkt alle. Ja, das sind doch diese Notfall-Koldo-Stationen. Ja, mit den Dingern da. Mhm. Aber nicht mit dem, was ich als Attacken habe. Ja. Okay, ich habe jetzt diesen Kleidefinger auf der Tasche, das geht nichts mehr schief. Und immer aus den blauen Flächen, die da kommen, rauslaufen. Das sind rote Flächen bei mir. Nee, bei mir da war beides. Da war rot, blau, okay. Alles. Bereit? Gut. Ja. Ich hoffe. Charge, die zweite! Ich bin ein Schlachtherr der Akkusäck-Hegemonie. Ich aua, werde euch der hat sich nicht entschieden. Stehen, nein. Wie bitte? Du sollst er hat sich für mich entschieden gehabt. Du musst ihn umdrehen. Fragst du musst weiter reinkommen. Du bist zu weit. Ich bin tot. Sie ist tot, so. Weil das, was er jetzt macht, das ist ein AI-Effekt. Da musst du rauslaufen. Der hat sich irgendwie für mich entschieden gehabt. Ne, wenn er der Schwäche im Blut. Macht nach vorne, dann kannst du rauslaufen. Und jetzt auch an den Tank rauslaufen. Ich sehe die Dinger da nicht. Ich sehe jetzt rechts neben mir, wo es liegt, so ein rotes Feld, aber da war eben keins. Das, was er jetzt macht, das ist eine Fähigkeit, die er kanalisieren. Aus der musst du rauslaufen. Und den Boss aber auch immer so stellen, dass er nicht in die Gruppe guckt. Oder ihr unterbrecht den. Schießt ihr jetzt auf mich, obwohl ich jetzt Wolle kriege? Autsch. Er schießt auf irgendwas neben mir. Auf was schießt denn der da? Der doof. Die Hämmerstation gehört mir. Ja, kannst behalten. Ah, ich weiß, was du meinst. Man sieht Fähigchen nicht. Ich sehe nur noch Markrum rein. Richtig. Ich bin tot. Achso. Also, bei mir lebensvoll. Ja, der hat mich über den Rand geschubst. Ja, das hätte ja klappen können. Ready? Nein. Ja. Gleich um die Ecke laufen. Ich fängt uns direkt dann an. Scheiße. Entschuldigung. Jetzt der Mod mit abgeschlafen. Ihr müsst die Gegner töten. Hab ich doch. Ich werde davon nur angegriffen. Dann sag, bei mir ist einer. Jetzt lauf! Wenn ich in diesem roten Bereich bin, kann man da nicht rausgehen? Oder ist meine W-Taste am Arsch? Schwäche im Blut. Du musst da rauslaufen, bevor es rot wird. Du warst da schon tot. Ich hatte das Rote irgendwie zu spät realisiert. Ja, weil es ja blau ist. Das ist blau und dann na, explodiert. Ja, euch liegt die Schwäche im Blut. Kann ich wahrscheinlich mal zugucken? Doch, kann ich. Mhm. Nicht vor dem Boss stehen. Boah. Ich bin ein Schlachtherr der Atvosek-Hegemonie. Ich werde euch besiegen. Also das Runnerstunde machen wir gar nicht mit. Komm, seh dich. Das war so ein Effekt, deswegen bin ich schnell bei dich gelaufen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob die Achtung, ganze Zeit Effekt. Da kommen die Gegner. Ach, die kommen von da. Ich guck die ganze Zeit hier links, ich sehe die hinter mir gar nicht. Jetzt geht's doch.
Weg da, hab sie! Ich dreh noch durch hier. Ach, wenn er da rumkommt, dann ist er weg oder so, aber irgendwie. Euch liegt die Schwäche im Blut. Foxy, lauf! Gegner. Foxy, hast du deine? Im Blut. Wenn er mal schneller sterben würde, ja. Die ganze Zeit gedacht, wenn diese kleinen Dinger spawnen, die kommen direkt links, Das reicht nicht, bis zu denen da kommen. Euch liegt die Schwäche im Blut. Ich hab schon wieder keinen Mann mehr. Was ist das Piepsen? Ist das überhaupt alles gut? Alles gut. Ah, Scheiße. Ah, jetzt kommt das hin. Achtung, vorne dran weg. Fähigentdeckung. Ich weiß nicht, warum der sich dreht. Das ist der Effekt. Du kriegst. Das ist der Effekt, und dann dreht er sich rum. So, die kann nichts machen, bis der Effekt durch ist, dann tue ich wieder. Achtung, weg. In dem Moment komm einfach zu mir und dann mach schon mehr Damage. Okay. Euch liegt die Schwäche im Blut. Guck mal, das sieht doch sehr gut aus. Weiter so. Jetzt Gegner kommt wieder. Wo? Bei Foxy Seite. Hab sie. Irgendwie laden die. Ja, fast hättest du runtergestummt. Scheiße, ich kann nicht. Hast du lange zum Nachladen? Bei Fähigkeiten wieder da? Achtung, Imperator. Mach den Colt-Tank. Fast schon. Gegner? Ich kann sie angucken, wie ich will. Irgendwie kommt die Attacke nicht ganz zu denen. Welche? Diese den Zurückstoß. Ja, ist egal. Nein! Einmal falsch gestartet. Irgendwie. Ja, jetzt. Da hinten kommen wieder Gegner, Foxy, hinter dir. Er ist down. Du musst trotzdem herlaufen. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es doof, wenn immer alles so einfach gemacht wird. Wenn das schon ein bisschen anspruchsvoller ist, dann ist es doch cool, wenn man was erreicht hat. Ja, das auf jeden Fall. Ein besseres wie oft sind wir jetzt gestoppt? 5 Mal? Ein paar Mal. Weiß nicht, 5 Mal, die ich jetzt da. Und da, besiegt, geil, weiter. Und das Schöne ist, wir werden halt immer stärker, ne? Und immer besseres Gear und so. Ja, man guckt sich seine Fähigkeiten immer genauer und so weiter. Ja. Ja, mit den Robotern, das wäre ja das super einfach gewesen. Jo, ich finde, mit den Robotern lernen schon nichts. Ups. Was denn? Ladebild? Ups. Ja, wir sind fertig. Ja. Ach so! Das war der Endboss, der uns gerade so zu schaffen gemacht hat. Was? Kann man den eigentlich immer wieder machen? Ja, ne? Mhm. Cool. Also wir müssen jetzt hier an der Konsole die Quests abgeben. Und kriegen können sie dann theoretisch gleich nochmal annehmen und nochmal machen. Die Hämmerstation wurde zerstört. Ich habe die Berichte gesehen. Ihr habt euch beachtlich im Widerstand gestellt.
Der oberste Kriegsherr der Advosek-Hegemonie hat sein Leben als Wiedergutmachung für die Verbrechen seines Volkes angeboten. Die Advosek werden keine Bedrohung mehr darstellen. Verwandeln wir ihren Planeten in Asche. Und ich garantiere, dass sie sich nicht mehr erheben werden. Potenzielle Werkzeuge müssen nicht unbedingt vernichtet werden. Aber ich denke darüber nach. Es dürfte euch auch interessieren, dass der Geheimdienst die Daten der Station entschlüsselt hat. Wir wissen, wie die Advosek-Hegemonie an eine republikanische Superwaffe gekommen ist. Ein misslungenes Einhorn. Es war republikanische Unfähigkeit, keine böse Absicht, die zum Aufstieg der Advosek geführt hat. Das ist eine Lektion. Die Lektion ist, dass die Republik im nächsten Krieg keine Chance hat. Solange wir selbst stark sind. Widmet euch wieder euren Aufgaben, aber wisst, dass ihr gute Arbeit geleistet habt. Ihr könntet erneut kontaktiert werden. Das ist jetzt quasi noch Homo, wenn ich drücke wird. Ja. Na ja, gut. Nein. Ich habe lauter lila Sache, wo ich jetzt nicht mehr nehmen darf, weil, ja. Aber okay. Gut. Das finde ich jetzt wiederum ein bisschen schade, ne? Kriege ich die mit höherem Level dann längst oder gar nicht? Gar nicht. Lila, nur entweder du kaufst dir im Kartellmarkt die Artefakt-Ausrüstungsberechtigung zum Hauptebene oder du wirst Abonnent. Alter. Okay, also es gibt die Option, ohne Abonnent sowas tragen zu können, zu kriegen. Genau, aber das kostet Kartellmünzen. Ja. Wo sind wir? Hauptebene und dann müssen wir gefunden. Ja, wieder zurück nach Drum und Kars. Bist du jetzt links rum? Verwalter. Ne, jetzt hab ich euch doch verloren. Ne, doch, da. Geht gut ab, du. Da sind die FPS mal ganz schnell im Keller. Man merkt halt auch, dass durch die Serverzusammenlegung halt auch wieder einige Leute angefangen haben zu spielen. Wohin? Ach, gibt ja nur eins. Ja gut, wenn mit der großen Maschine, ja klar, dann sieht man das ja, dass man klicken kann. Bist du da? Siehst du? Da hinten, glaube ich. Nimm doch einen Gleiter, bist du schneller. Dein Fahrzeug. Ich hätte gern was Kleineres. Ist so riesig. Ich kann später gucken. Ich habe vielleicht noch so einen Gleiter auf der Bank, so einen kleinen. Kann man mir überhaupt was geben als Nicht-Spieler? Per Post schicken muss es gehen. Sind wir nicht gerade am Raumhafen? Wohin müssen wir? Da, wo das Dreieck ist, Schatz. Aber das habe ich doch eben schon ausgewählt. Ich dachte, da wären wir schon. Ne, ich bin irgendwie falsch. Oder ihr seid schon weggerannt. Wir sind schon weggerannt. Du kannst mal gucken mit der Schnellreise, ob du dort wieder zur Mauer kommst. Ich bin oben ganz am Arsch. Ihr seid doch niemals bis in die Mitte gerannt in der Zeit. Guck mal, ob du mit der Schnellreise bis zu die Mauer kommst. Ob du Schnellreise benutzen kannst. Schnellreise ist hier nicht möglich. Da musst du erst nach draußen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit der Schnellreise zur Mauer. Das war da, wo wir die Quest angenommen haben.
ich hier rausfinde. Ich versuch's mal. Irgendwo muss man hier rauskommen. Ich würde behaupten, ich bin draußen. Ja, und jetzt Schnellreise anklicken. Kass, Außenposten, die Mauer. Ich stehe in so einem komischen Ding drin. Auf Motel. Gleiternavigation. Ernsthaft? Ich bleib an so einem Ding hängen? Also wir haben jetzt hier zwei Quests. Einmal nach links weg eine Heldenquest und nach rechts weg die anderen Quests. Ich würde sagen, wir machen zuerst die Heldenquest. Okay. Da brauche ich halt etwas länger, weil ich kann sie alle abbauen. Alle die Gegner. Ich bleib im kleinsten Scheiß hängen. Und ab hier müssen wir uns durchkämpfen. Panisch? Oder ach so, oder? Irgendwer fehlt. Impi. Ja, du kannst. Was wichtig zu sagen ist, jeder muss alle Steine looten. Steine? Du meinst die Viecher? Nee, wir müssen da vorne eine Leiche looten und die muss jeder looten. Ja. Ihr könnt schon weitermachen. Achso, da vorne das Ding. Ich hab Steine verstanden. Darum ist es. Ja, wir müssen da Steine, glaube ich, looten. Nee, Runen. Nee, der Agetik? Yep. Okay, dann kommen wir weiter, richtig? Ja. Hier ist der nächste, da war sogar schon jemand zu frei und hat ihn für uns freigelegt.
Ne, lass uns erst den oben holen, weil wir müssen da sowieso danach runter. Hast du den jetzt bekommen, Foxy, oder musst du nochmal draufklicken? Ne, ich hab den. Okay. Wieder so ein Ding zum Hacken. Nimm es mit. Dann ist Dojo noch eins für dich. Foxy, so. Ja. Ja, ich war dich gerade am Suchen. Wir sind halt absolut overleveled. Und dadurch, dass wir halt alle Quests mitmachen, sind wir noch viel mehr overleveled. Ja. Oh. Durch das, dass ja in der letzten Zeit und jetzt immer noch für ein paar Tage, ich glaube zwei Tage noch fast, dieses doppelte XP-Wochenende ist. Autsch. Ah, ja. Wollen wir mal gucken, ob ich den Digger auch reppen kann. Foxy, freut ihr, hast du? Ihr habt nicht gelootet. Doch. Doch. Irgendwer hat nicht gelootet, weil ich kann sie nicht abbauen. Also die Viecher habe ich jetzt alle. Eine Rune fehlt uns noch. Ja, die ist hier unten. Warte, ich hab doch gerade gesammelt, warum ist die schon wieder blau? Ja, bei mir ging's auch nicht beim ersten Mal. Ja, weil die teilweise packt, wenn mehrere drauf zugreifen. Ja, wenn's, sagen wir mal, für zwei fast identisch aufgeht, dann kriegt's nur einer von beiden. Ja. Das mit den Büschen kannst nur du, oder? Ja. Bioanalyse. Feindliche Verstärkung trifft ein. Wo sind wir jetzt? Aber es fällt einer, oder? Wo ist Impi? Ich komm, klappt. Ich
War doch Fox, das muss nur einer von uns machen. Genau, Frieden gibt es nicht nur Leidenschaft. Doch Leidenschaft erlange ich Stärke. Doch Stärke erlange ich Macht. Das ist einfach hier einmal der Kodex, das ist. Müssen wir Adrige? Nee. Kann nee. Da gar nichts drücken. Jetzt kann ich irgendwas ankriegen. Jetzt nicht mehr. Oh. Auch schon wieder so ein Vieh. Das erinnert mich an die Haare von diesem Yu-Gi-Oh-Typen da. Unser Geschäft ist abgeschlossen. Diese Kiste, die ich öffnen kann. Echt? Wir können also jetzt dann raus und die normalen Quests machen. Kann ich hier kein Transportmittel benutzen, okay. Nein, das Lichtschwertkrieg macht ja ganz anderer Sound, ist trotzdem gelb. Hast du dein erstes Lichtschwert noch? Nein. Du hast das Orangene weggemacht. Nö. Du kannst aus dem Orangenen den Lichtschwertkristall ausbauen und dann in die neuen Lichtschwerter immer mit übernehmen. Dann sind sie, dann leuchten sie rot, so wie das erste Lichtschwert, das du gekriegt hast. Ja, ich habe ja nichts gegen das Gelb. Ich dachte nur, jetzt kommt eine neue Farbe, aber... Naja, die meisten Lichtschwerter sind standardmäßig erstmal gelb. Die Farbe kommt ja durch den Kristall. Und die Kristalle kannst du ja selber irgendwann dann herstellen. Kann man da verkaufen? Ja. Und reparieren. Ganz wichtig. Wie repariere ich denn meine Kleidung zum Beispiel? Links unten mit alles, mit dem Schraubenschlüssel. Benötigen cool. Sie medizinische Hilfe. Und diesen lilanen Kram, den ich eh nicht nutzen kann, kann ich eigentlich auch verkaufen. Ja. Auch wenn er verdammt viel besser wäre. Außer du machst Abo. Zu spät. Sie wohl. Geht's alle hin? Der Buggel nur.